Der war so salzig, Mann. Wir beide sind hier am Wasser saufen ohne Ende. Ach, man trinkt eigentlich nicht mal Wasser. Der trinkt nur Cola und jetzt trinkt er Wasser. Moin Lieben und schön, dass ihr am Start seid aus der wunderschönen Buxtehude. Wir driven gleich nach Hamburg und es werden Food-Neuheiten getestet. Absolute Food-Neuheiten. Für mich interessant, auch etwas macht neu auf, soll natürlich richtig auf die Kacke und soll richtig heftig schmecken. Und dem werden wir auf den Grund gehen. Ihr werdet natürlich eine knallharte Bewertung von mir kriegen. Wir fahren jetzt los. Ich habe Achim am Start. Haut mir in die Kommentare irgendwas rein, eure Food-Empfehlung, alles. Denkt an 50 Euro Gutschein ausgesetzt auf irgendjemand. Ich hau irgendwas, suche ich mir raus, irgendeinen Kommentar, knall das rein und da kriegt 50 Euro Gutschein. Wir ballern jetzt erstmal los, ne, Achim? Ich weiß, es wird euch aufgefallen sein, auf wem meine Frisur angelehnt ist. Okay. Das ist ähnlich wie Simex, die Frisur. Von vorne, diese Wer ist Simex? Kennst du nicht Simex? Cymex? Cymex. Kenn ich aber auch nicht. Nee, ich glaube, es ist richtig gewesen. Echt? Simex? Ups. Ah, Scheiße, die Autoregel. Das Video geht gleich weiter, Leute. Achmed muss ich kurz absetzen. Deshalb warte ich hier beim verlassenen Kuhkäfig einmal ganz kurz, um mir die Eier zu rasieren. Ganz kurze Produktvorstellung. Produkt ist schon ein bisschen länger draus. Plus 2.0, neues Produkt bei Manscaped. Ihr habt nur verplant, das kurz vorzustellen letztens. So, der kommt super euch an. Zack. Sehr hochwertig, von der Haptik übertrieben schwer in der Hand. Muss euch aber auch sagen, und ich hoffe, ihr wisst meine Ehrlichkeit zu schätzen, ich war noch nie ein Nassrasierer-Typ. Ich habe noch nie in meinem Leben Nassrasierer benutzen können, weil ich eine zu empfindliche Haut habe. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Aber wenn dieser Rasierer auch nur annähernd so gut funktioniert wie der andere, müsst ihr ihn probieren. Und ihr habt 30 Tage Rückgaberecht. Ich habe diesen Rasierer am Start, Lawnmower 4.0. Und ich kann euch sagen, in meinem Leben, von den Rasierern, die ich getestet habe, absolut der Beste. Und das sage ich mit gutem Gewissen für die Hoden, aber auch für den Oberkörper, absolut top. Mit dem Code HOLLE kriegt ihr 20% Rabatt, kostenlosen Versand, Kulturbeutel im Performance-Paket mit am Start, übertrieben schick. Passt alles rein für die Reise, alles perfekto. Und das Ganze auch in der Videobeschreibung und jetzt geht's weiter im Video. Also ich dachte schon, wir sind falsch, aber wir sind am Start. Gerhofstraße, warum erzähl ich das überhaupt? Ich habe gerade ans Navi gedacht. Wir sind in Hamburg am Start. Es geht auf der ersten Tour, es geht auch nach dem Motto Reise um die Welt. So, und es geht erst nach New York quasi, New York Bagels. Es wird noch viel auf euch zukommen, orientalisch, sonst was. Ich weiß noch gar nicht hundertprozentig, wofür ich mich entscheide, aber wir fressen jetzt erst noch Bagels und werden gucken, was der gute alte Holle dem Ganzen für eine Benotung gibt gleich. Und ich muss pissen, nur kurz zur Information. Da ist er. Heute fresse ich genau, wo ich Bock drauf habe. Und genauso wird es sein, jetzt werden wir Bagels zum Frühstück fetzen. Ich habe noch nie gekaufte Bagels gegessen, glaube ich. Achmed sieht edel aus, ne? Ja, zu edel. Zu edel für uns, für die zwei Geringverdiener. Guck mal, Leute, haben wir jemanden getroffen, hat mir einen Kommentar reingeschrieben, deshalb eure Kommentare auch immer reinflacken. Wo soll ich testen? Harburg. Harburg, Krogmaster. Richtig. Ich bin Baconburger. Ich bin Krog-Faner, ja. Du musst aber Baconburger nehmen mit Käse. Okay. Das kostet extra, ist egal. Glaub mir, das ist der beste Burger. Wenn du einen anderen besseren findest, ach, Burger, dann geh ich auf meinen Krog. Nein, Big Bacon Burger. Ach so, Burger. Ja. Scheiß auf Five Guys, scheiß auf Dulz Burger, scheiß auf alles. Wie würdest du geben? 1 bis 10 von 10. Denk daran, wenn ihr mich seht, sprecht mich ruhig an und gib mir die Empfehlung. Dann teste ich vielleicht noch im gleichen Video. Richtig, mit Abstand. Okay, besser. Geil, Mann. Ich danke dir, ja. Aus korrekt, hau rein, mach's gut. Also Leute, wir sind am Start hier drin. Ich habe hier die Inhaberin am Start. So ungefähr. Ah, okay. Also, pass auf, ich will hier irgendeinen Bagel testen. Du musst mir sagen, welcher der beste ist. Der Bronx Bagel. Was ist da drauf? Da ist Bacon drauf, Cheddar, da warst du, glaube ich, dann nicht so ein Fan von. Cheddar, außer das ist einer ohne Zusatzstoffe. So ungefähr. Also wir holen alles vom Bauernhof. Ah, das ist ein Bauernhof. Ja, da kommt immer ein Lieferant auf unseren Salat, Tomaten. Ja. Okay, geil, geil. Dann nehme ich deine Empfehlung, suche mir noch einen aus. Schon mal die Preise für euch. Ach, wer, was haben wir denn hier noch alles? Geht das aufs Haus, oder? Oh, geil, ja. Ach, du musst alles dir gönnen, ne? Du weißt, ich krieg nichts zu essen. Also zwischen 6 und 8 Euro für so ein Bagel ist natürlich schon eine Hausnummer. Aber wir gucken jetzt erstmal Geschmack. Okay, und da ist ja der gute. Und hier ist noch der andere mit dem Pastrami. Genau, da ist der mit Pastrami. Und das ist Achmed hier mit Ei, ne? Mit Ei, Avocado, Blattspinat. Schön mit Lachs hier habe ich eingewählt.
Lachs Frischkäse und Pastrami und Frischkäse. Also guckt euch das an. Schön warm gemacht, kross ist der. Geil. Geil. Schön weich, aber du merkst vielleicht, der schön krosse. Und haben die halt nochmal in den Ofen gedonnert. Vielleicht den Sesam, die Frische, den Lachs da drin, mega. Schöne Zwiebeln noch drin. Ich glaube, hier war noch eine Senfsoße mit drin. Also als Frühstück sage ich euch, absolut Trumpf. So einen schönen Bagel, mal was Leichtes. Krosses Brot aus dem Ofen, du merkst es knuspern, Sesam, warm. Glaub es mir, warmer Sesam, das ist vom Himmel gefallen. Absolut zu empfehlen, muss ich sagen. Sehr tomatig, frisch, sticht raus, gute Tomate, nicht so eine Wassertomate, wisst ihr? Nicht so käselastig in dem Sinne von dem Cheddar. Wer es deftiger will, muss doppelt Käse machen. Mein Fazit, wer ein leichtes Frühstück will, schön sanft, schön leicht für den Magen, fühlt man sich gut dabei, das zu essen, gibt eine 8,2 von 10 für beide. Einfach leckeres Essen. Was sagst du jetzt zu dem Essen jetzt einmal von dir? Sehr gute Qualität. Gerade in der Zeit, wo Tomaten teilweise im Discounter nach Gurke schmecken. Ja, ist echt so schön gesagt. Echt entspannt, mal eine richtige Tomate zu essen. Ab geht's zur nächsten Station. Also nochmal für euch, damit da keine Missverständnisse auftreten. Warum nur ein 8,2? Und das sage ich jetzt nicht, weil ich rausgebe, sondern weil es mir jetzt eingefallen ist, dass ich das doch sagen muss. In Anführungsstrichen 20% weniger Brot. Das war ein bisschen zu viel Präsenz, aber wie gesagt, top, top, richtig lecker. Ne? Nur deshalb keine irgendwie 9,5 oder so, ne? Dass ihr das einmal versteht. Jetzt geht's weiter. Also, was war los? Was hat dich eben so verwundert? Das hat nur eine andere Person gehört. Das war schon hart, ey. Das grenzt an geistiger Behinderung. Wir sind jetzt bei den Landungsbrücken angekommen. Es wird Pita geben. Pita in verschiedenen Variationen. Ich habe nur die Bilder gesehen. Babamäßig. Die werden wir uns reinfetzen. Dann lasst uns das gleich schmecken. Zieht euch die Aussicht rein. Oh, das schmeckt. Die Äpfelharmonie. Kannst du immer wieder sagen, wie mein Vater damals sagte, geh da erst, wo am meisten los ist. Aber das ist auf jeden Fall nicht der Peterling. Die Schlange ist da vorne. Das, ach, Fischbrötchen. Oh, das könnte man an sich auch noch testen. Das würde sich bestimmt gut, würde mir gut zu Gesicht stehen. Aber gucken wir erstmal. Können wir die Musik ausmachen vielleicht? Guckt euch nur die Optik. Finde ich, sieht gar anders aus. Das ist irgendwie, also ich weiß nicht, wie ihr esst, aber das ist was, das esse ich nicht alle Tage. Hier, glaubt mir, Landungsbrücken, wenn ihr mal in Hamburg seid, hinsetzen, fressen, Blick aufs Wasser, Elbphilharmonie da, Schiffe gucken. Manche Leute gucken Schiffe, einfach sitzen hier, das kann ich nicht. Hier hinsetzen, Schiffe gucken. Jetzt würdest du euch zeigen, ob du ein guter Kameramann bist. Bitte Cutter einblenden jetzt hier, Food-Szenen. Dancing in the moonlight, the world just up and stares. We got no destination, I'll take you anywhere. All the doors we've opened. Futter ist da. Ich habe jetzt noch mal hinterher gefragt. Das ist griechisch, kann man sagen, also das Pita halt. Und Belag geht eher in die italienische Küche. Also Fusion-Kost würde ich das jetzt mal bezeichnen. Optisch finde ich sehr geil. Die Restaurants heute habe ich von Food Lover Hamburg, heißt das. Da gehen Props raus, da habe ich mir die rausgesucht, falls ihr da mal gucken wollt. Also Leute, wir legen los. Fangen mit dem Knoblauchbaguette an. Ich liebe Knoblauchbaguette. Sehr saftig, sage ich euch. Kein Vergleich zu so einem Meckle-Ding oder so, wisst ihr, wo oben ein bisschen Kruste drauf hat, das ist richtig durchgesapscht. Noch mal die Variante mit Knoblauchsoße. Das ist einfach, habe ich Chili-Soße drauf gemacht, die Veggie-Variante, einfach mal so gesagt. Ganz weicher, sanfter Teig. Rucola, Tomaten, ausgemachtes Pesto mit drauf. Balsamico-Dressing oben noch rüber. Riecht nach Marie.
Ich weiß nicht, warum, ich schwöre es dir. Ja, eine leichte Beinote. Na, dem hier, wisst ihr? Ist ja auch nur ein Kraut. Ja, das ist schon. Süße Variante. Eigentlich, was ist eigentlich, ich glaube, scheiße, einfach testen. Sehen wir uns gleich zur Bewertung. Also hier den Peter 5 Euro, nochmal für euch. Ich muss euch tatsächlich sagen, seht das nicht immer so falsch, weil ihr müsst ja immer bedenken, ich teste die besten Empfehlungen, das 7, 8, 9 oder 10 ist. Und wenn ich mal irgendwas nicht mit einer 7, 8 oder 9 bewerte, heißt das nicht, dass es schlecht ist. Ich gebe Gesamtbewertung eine 6,5. Also es war auf jeden Fall lecker. Knoblauchbaguette war mir ein bisschen zu salzig, da kann es noch Ausbesserungsbedarf, aber es war lecker. Es war ein bisschen besser als Durchschnitt auf jeden Fall, aber nicht so, dass ich sage, boom, knallt rein. So, ehrliche Meinung. Und wir sehen uns jetzt beim Fischladen tatsächlich. Ich drehe durch, Leute, zieht euch die Schlange rein. Da stellt man sich schon an, weil man wissen will, was ist das? Warum ist da so eine lange Schlange? Ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht, weil wir stehen hier jetzt bestimmt, das nehme ich vor euch auf mich, stehen bestimmt eine halbe Stunde jetzt hier. Minuten Nachmittag wir ungefähr, ne? Wenn nicht länger. Länger, ich glaube auch. Wir haben jetzt Krabbe, Matthias und Frikadellenbrötchen. Moin Moin. Ja, aber hier braucht man keinen Parkschein, weil hier kontrolliert niemand. Was? Hier kontrolliert gar keiner. Ja, das ist hier Gesetz in Hamburg, weil die hier guckt keiner auf die Autos. Ich lade sie ein auf das Ticket. Guckt euch, Leute, ich habe eben schon zwei, drei genascht. Und da ist das Feeling, wer dieses Feeling nicht hat, der isst nicht mit Leidenschaft. Ich habe mich direkt, ich muss euch mal die Augen schließen und fühle mich Kindheit, weil da war ich öfter am Meer, gleich irgendwo am Meer, Nordsee, wo ich Nordsee inzwischen hasse, aber egal. Fühle ich mich hingeflasht. Du hast dieses Feeling direkt auf dem Gaumen. Brötchen von allen. Ich sag so, das ist dieses klassische, ganz klassische Fischbrötchen-Brötchen. Ich finde, das sieht immer billig aus, sieht so ein Aldi-Brötchen aus, aber das muss eigentlich so. Also zu dem Ding, ich hau's aber gleich aus, ist für mich ein ganz standardmäßiges Krabbenbrötchen. Die Schlange nicht wert. Ist lecker, aber die Schlange auf jeden Fall nicht wert, wo man sagt, da muss man jetzt unbedingt essen. 6,5 für mich. Das ist echt nicht so, dass es mich umhaut, aber ist lecker, kann man essen. Fertig aus. Kann ich euch nichts Besonderes zu sagen zum Geschmack. Dieses Meerfeeling hast du halt bei Krabben, ne? Aber danach kommt nichts hinterher. Matthias, mein persönlich eins meiner Lieblingsfischbrötchen. Boah, diese süßen Zwiebeln, ne? Die man irgendwie gefühlt nur bei solchen Läden kriegt, ne? Oder? Ja. Boah, komm. Boah, crunchy. Mm. Da geknuspert. Hat ein Curry-Feeling. Mhm. Die Marinade. Das ist immer so leicht mariniert, dieses Matthias. Schöne Currynote, lecker, aber alles andere als außergewöhnlich. Habe ich schon besser gegessen. Ist mir sogar zu salzig, das Ding. Gib mir eine 6,3. Ich möchte nicht schlecht in den Laden. Ist wirklich noch lecker und scheint einfach sehr vielen Leuten zu schmecken, sonst kommt die Schlange da nicht zustande. Aber da habe ich einfach schon besser gegessen. Auch eins meiner Favorites, Fisch-Frikadellenbrötchen. Oh. Hier hätte ich jetzt erwartet, so richtig dick Remoulade, so richtig dick. Auch, ja. Gute Remoulade, muss man aber eingestehen. Eine Fischfrikadelle mehr drauf, dann wäre das Ding gut. Sag ich ehrlich, wer da bei der Schlange ansteht und diesen Tipp kriegt, erwartet mehr als er kriegt. Das ist alles knapp über eine 6. Den kannst du auch zu wenig Frikadelle, gibt es auch eine 6,2, bist gut beraten. Ich kann dir nicht mehr zu sagen, wir sehen uns bei der letzten Station, den Burger testen wir tatsächlich noch. Du hast so bezahlt, knapp ein 20 für drei Brötchen. Das ist das, Achmed. 20 ist schon hart für drei Brötchen, also dann erwarte ich mehr. Einmal eine Erfahrung für euch von mir. Oft wirkt so ein Essen nach, manchmal denkt man danach im Nachhinein noch, oh, hätte ich besser geben müssen. Oder man denkt auch, oh, desto länger ich drüber nachdenke, desto schlechter wird es. Desto länger ich drüber nachdenke, desto schlechter wird es bei dem. Seien wir mal ehrlich, einfach eine glatte 5. Einfach Durchschnitt. Es ist eine glatte 5, durchweg. Fertig, nicht schlecht, aber auch nicht gut. Jetzt geht's ab zum Burger. Einmal kurz ein paar Schnittbilder und bam, werden wir reinbeißen in das Ding. Du weißt, was sich aufregt, man ist eine Stunde Film, geht zum Auto zurück. Irgendjemand hat, ich weiß nicht, was es sonst sein soll, neben mein Auto gepisst. Ja, also guckt euch das an. Wie kann man so sein? Ich musste auf Show jetzt noch mal trinken, Leute.
Weil der Matthias hat so reingekickt, der war so salzig, Mann. Wir beide sind hier am Wasser saufen ohne Ende. Ach, er trinkt eigentlich nicht mal Wasser, der trinkt nur Cola und jetzt trinkt er Wasser. Wir labern. Also wir haben jetzt mal gegoogelt, den Burgerladen von dem Kollegen, wo wir jetzt hinfahren. Das ist wirklich ein Krockladen, habe ich vorhin bei der ersten Szene nicht falsch verstanden, aber die haben Burger. Und Achmed und ich sind uns einig, da wird jetzt irgendwie so ein Fertig-Patty kommen, irgendwie aus der Tiefkühltruhe. Also dass da jetzt ein richtig Selfmade-Burger richtig geil kommt, also die Wahrscheinlichkeit, sei jetzt schon mal Bruder was empfiehlst du? Also er übertreibt richtig lang, er sagt, Five Guys kackt ab gegen den Dulfs Burger, der kackt gegen alle ab, sagt er. Ich bin so gespannt, Alter, was das jetzt sein wird. Everybody get a road on, check all this credits on BMI, I'm just too kind to expose y'all, and I see a team with a ghost sign, and question if y'all ever wrote songs, all enemies are mine, a band study, please don't test me, I'ma know it all, got platinum songs in the vault collecting dust, if we talk about showing up, then y'all attendance suck, both feet on the... An diesem Style, mit Socken in der Hose. Könnte ich mich gewöhnen. Als ich noch ein kleiner Junge war, war das Trend. Und ich mach das wieder zum Trend, glaub mir. Das hat Stil, Mann. Wir haben eben schon vermutet, dass er uns getrollt hat vielleicht, dass sie da jetzt einen frischen Patty auf den Grill hauen, den smashen oder keine Ahnung, frisch auf Medium zubereiten, in einem Krockladen, jetzt der heftigste Burger überhaupt. Wahrscheinlichkeit gleich null, wirklich. Also, wenn das jetzt eine Farce ist, ich teste nie wieder eure Sachen, die mir live sagt, dann könnt ihr euch alle bei dem Typen bedanken, den ihr gesehen habt. Meint er, der Typ, die Soße ist krank? Meint er, ja. Also ich sag euch gleich direkt, no hate, aber absolut gekauftes Billig-Bun. Ne, merkst du sofort, das kommt dir wie ein Mikrowellenburger von der Haptik so vor. Wir wurden getrollt. Das ist Mikrowellenburger, Mann. Also, das ist auch, muss ich leider fair sein, das ist nicht kein Durchschnitt, das ist ein 3. Will ich einfach gar nicht weiter essen. Das ist eine 2, also... 2 bis 3, muss ich so sagen, fairerweise. Weißt du nochmal ab? Nein, nein. Also, keine Ahnung, Leute, Mann. Da muss ich einfach sagen, fairerweise, sagen wir mal eine 3. Ohne jemanden jetzt roasten zu wollen, aber ich kann euch jetzt nicht anlügen. Mir hat Spaß gemacht, ich würde gerne so Neueröffnungen und so einfach querbeet durch. Heute habe ich das gegessen, wo ich gerade Bock drauf hatte. Und so eine Videos bocken mich natürlich auch extrem. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen. Haut mir eure Empfehlungen rein gerne. Denkt an den Gutschein 50 Euro random aus den Kommentaren an irgendjemanden. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video.